Eigentlich würde ich ganz gerne mit dem Content aktuell mal wieder etwas von Activision weggehen und wirklich über das, was in Call of Duty passiert, berichten. Sowohl positiv als auch negativ. Das Problem ist aktuell, Activision sorgt mit jedem einzelnen Schritt derzeit dafür, dass alles, wofür wir seit Jahren irgendwie kämpfen und wofür die Community eigentlich einsteht, mit Füßen getreten wird. Nun sind wir an dem Punkt, an dem wir jeder, also jeder wirklich, der Warzone schon mal gespielt hat, kennt mittlerweile die Warzone Companion Apps. Diese Apps, auf denen ihr ganz, ganz klar gucken könnt. Mit wem habt ihr in einer Lobby gespielt? Gegen wen habt ihr gespielt? Was für eine Lobby ist das? Bronze, Silber, Gold, Platin und, und. Jetzt gibt es mittlerweile noch eine neue Diamant-ähnliche Lobby. Und man kann eigentlich alle Stacks tracken. Man kann gucken, ob man Cheater in der Lobby hat. Man kann von Anfang an in der Lobby gucken. Man kann im Nachhinein schauen, ob jemand gecheatet hat. All das, was Sachen sind, die uns im Gameplay-Erlebnis einfach massiv helfen. Wir können auch gucken, welcher Content-Creator spielt eigentlich in wirklich fairen Lobbys und welcher Content-Creator benutzt ein VPN und lockt sich andauernd in Kasachstan ein und spielt im Prinzip nur Bronze-Lobbys. Grüße gehen raus an Queen Savage zum Beispiel oder SwagXBL. Oder. Ich zeige euch hier ein, zwei Screenshots und die Namen, die ihr darauf seht, das ist jetzt keine Kritik von mir, sondern einfach die, die ich als erstes gefunden habe. Und da könnt ihr sehen, Leute, deutsche Content Creator, amerikanische Content Creator, jeder nutzt VPNs mittlerweile, um in bessere Lobbys zu kommen. Und damit wir als Casual Gamer auch nur eine annähernde Idee haben, ob wir einfach gegen gleich Gute aktuell spielen oder gegen bessere oder gegen schlechtere, sind die ganzen Companion Warzone Apps letzten Endes für uns entwickelt worden. Unter anderem gibt es da die größte und wirklich beste App, und zwar SBMM Warzone. Und diese App wird jetzt von Activision verklagt. Bevor wir aber zu dem ganzen Thema kommen, das allerletzte Mal, Leute, ich habe nochmal eine kleine Vorstellung für PUBG Mobile. PUBG Mobile ist ja, wie ihr wisst, also ein kleines neues Favorite Game von mir, wenn es mal um ein bisschen Zocken auf dem PC nebenbei geht, geht mit dem Emulator. Ihr könnt auch direkt auf dem Handy zocken, das ist auch relativ entspannt. Was die jetzt gemacht haben, etwas, was Activision eigentlich schon seit Ewigkeiten hätte machen müssen. Es gibt jetzt die PUBG Campus Champs. Das heißt, ihr könnt im E-Sport-Bereich euch kostenlos mit eurem Team anmelden und bis zu 5000 Euro Preisgeld gewinnen. Ein derartiges Turnier bzw. eine derartige Liga würde man sich ja in Warzone von Activision auch wünschen. Warum ist es denn nicht möglich für die Entwickler, dass sie in Warzone eine Art Liga-Modus integrieren, bei dem man über festgelegte Server, so dass man keine VPNs nutzen kann, gegeneinander antritt und dadurch Geld verdienen kann. Als Casual Player, als Pro Player, als sonstiges. All diese Turniere, das was jetzt PUBG zum Beispiel entwickelt hat, wo sich jeder von euch anmelden kann, all diese Sachen sollte es in Warzone genauso geben. Es gibt für mich keinen Grund, warum man sich da nicht hintersetzt und sagt, wir machen einmal alle zwei Monate eine Entscheidungsrunde, eine Quali-Runde. Jedes Team zu dritt, Casual, Pro-Gamer kann gegeneinander antreten. Wer am Ende am meisten Siege hat, am meisten Punkte, man kann ein Punktesystem entwickeln, kann sich da gerne anmelden, kann damit Spaß haben. Ich zeige euch mal eben den Trailer zu dem Campus Champs. Sie kämpfen. Sie bemühen sich. Sie gewinnen. Und sie lesen. Viel. Das sind die Studenten, die PUBG Mobile mögen. Willst du einer von ihnen sein? Dann nimm an der PUBG Mobile Campus Championship teil. Bereite dich darauf vor, gegen die Besten zu bestehen. Und sei besser als sie. Melde dich vom 15. März bis 6. April mit deinen Freunden auf dem College Campus für das Turnier an. Stelle ein Team deiner Campusfreunde zusammen und nimm an der Meisterschaft teil, um 5000 Euro zu gewinnen. Mache deine Universität oder dein College stolz, indem du ein echter Held wirst. Weil wahre Helden handeln und registrieren. Vergiss das nicht. Die Jungs von SBMM Warzone, so heißt diese Companion-App, die jeder von uns gratis bis Montag frei herunterladen konnte. Am Freitag haben sie sich auf Twitter, das sind private Leute, die all diese Testungen für Skill-Based Matchmaking, all diese Daten alleine zusammengesammelt haben, haben sich auf Twitter an die Community gerichtet und haben sehr große YouTuber und Content-Creator angeschrieben, weil sie um Hilfe gesucht haben. Activision, ein 18 Milliarden Dollar Unternehmen, hat natürlich komplette Rechtsabteilungen. Diese Rechtsabteilungen sind massiv groß. Und diese Rechtsabteilung hat ein Lawsuit, das heißt eine Androhung für eine Klage
an die Entwickler und Betreiber von SBMM Warzone geschickt und haben den sehr deutlich gemacht: Ihr habt zwei Optionen. Entweder ihr schaltet eure gesamte App ab Montag, letzten Montag, aus, oder wir werden euch verklagen. Und jetzt könnte man überlegen und sagen, wofür werden die denn überhaupt verklagt? Was tun die im Prinzip Falsches? Und die Antwort ist relativ schwachsinnig. Die API-Einstellung, das heißt die individuellen Spielernamen, könnt ihr in dieser Warzone-App sehen, aus jeder Lobby. Rein theoretisch könnt ihr dadurch das Verhalten von speziellen Spielern über Wochen und Monate auskundschaften. Wenn ich zum Beispiel 8 Stunden am Tag Warzone spiele, und zwar immer von 12 bis 20 Uhr, und ihr seht mich einmal in einer Lobby, dann seht ihr da, ja, Shappy, okay, 12.30 Uhr Warzone. Und ihr seht mich später wieder in der Lobby, 14.30 Uhr Warzone und dann um 18 Uhr Warzone. Dann könnt ihr, wenn ihr wolltet, theoretisch all diese Daten sammeln und sagen, okay, der scheint keine Arbeit zu haben, die am Tag ist. Der scheint morgens zu schlafen, abends nicht mehr online zu sein. Er ist immer von 12 bis 20 Uhr online. Das sind Daten, die wir alle auf Google und Instagram und Twitter und YouTube sowieso abgeben. Da kann sich auch keiner mehr von euch gegen wehren und da kann sich auch von uns keiner aus gegen wehren. Das ist leider so. Diese ganzen Personendaten bekommen wir aber nicht nur durch die App. Was passiert, wenn ihr eine Warzone-Runde beendet habt, Leute? Ihr seht im Zeitraffer untereinander laufen all die Spielernamen, die in der Runde mit euch dabei waren. Um an diese ganzen Gamertags ranzukommen, braucht ihr also gar keine App. Activision bietet uns das in den Games schon automatisch an. Der Hintergrund hinter dieser Klage ist ein ganz anderer. Und das ist jetzt nur meine Vermutung und ihr dürft gerne eure Meinung dazu schreiben, aber für mich ist es relativ klar. Activision hat es bisher immer noch nicht hinkriegen wollen oder hinkriegen können, dass die Hacker- und Cheater-Problematik in Warzone bekämpft wird. Diese Companion-Apps sind großartig für die Spieler, um zu schauen, wer hackt, wer cheatet. Ihr könnt nämlich unter anderem sehen, wie hoch die Trefferquote auf Headshots ist. Und wenn ihr einen in der Lobby habt, der eine 90% Headshot-Trefferquote habt oder 100%, dann kann man relativ fest davon ausgehen, dass dieser eine Spieler ein Hacker ist, ein Aimbot hat oder sonstiges. Wenn Warzone da immer weiter so läuft, werden die Leute natürlich von Warzone weggehen. Man hat kein Interesse, sich eine gute Runde nach 25 Minuten von einem Cheater oder Hacker kaputt machen zu lassen. Jetzt ist es aber so, Activision hat ja zwei Möglichkeiten. Die Rechtsanwaltskanzleien von denen werden sowieso bezahlt. Die haben alle ein festes Einkommen dort. Die arbeiten fest für Activision. Das sind im Prinzip Kanzleien, die schon Festverträge mit Activision haben. Jedes große Unternehmen generell hat solche Rechtsvorstände. Die haben Rechtsabteilungen für jeglichen Bereich, für Mitarbeiterkündigungen, für Mitarbeiterentlassung generell, für fristlose Kündigungen, wenn jemand Daten weitergegeben hat und. Das ist also die erste Option. Man macht die Seite einfach dicht und sagt, nee, ihr verstößt hier irgendwie gegen privatrechtliche Sachen, ist nicht erlaubt. Oder als 18 Milliarden Dollar Unternehmen nimmt man Geld in die Hand, investiert in ein funktionierendes, gutes Anti-Cheat-System und sorgt dafür, dass diese Apps im Prinzip das Thema Skill-Based Matchmaking zwar ein bisschen verbreiten, aber dass man mit dem Thema Hacker und Cheater keine Probleme hat. Jeder Einzelne, der Warzone bisher gespielt hat, wird, wenn er mehr als 5 Runden gespielt hat und Crossplay gespielt hat, zu 100% schon auf Hacker, Cheater, Bug-Abuser und sonst was irgendwie aufgelaufen sein. Activision ist der Auffassung, man müsse dafür kein Geld ausgeben. Activision ist der Auffassung, ein Anti-Cheat-System brauchen wir nicht. Und die Leute, die sagen, es gibt ein Anti-Cheat-System. Nein, es gibt keins. Es gibt von Anfang an keins. Ansonsten würden wir nicht jede Woche neue Mitteilungen bekommen über eine neue Bannwelle von 20.000 Leuten. Wie kann es sein, dass dann angeblich schon 250.000 Leute gebannt wurde, wenn es ein Anti-Cheat-System geben würde? Wenn es das gibt, ist es das schlechteste Anti-Cheat-System aller Zeiten und wahrscheinlich von einem Dreijährigen entwickelt. Das heißt, Activision hat sich jetzt dazu entschieden, die App SBMM Warzone zu schließen. SBMM Warzone ist ein Privatunternehmen, das sind kleine Leute, die haben nicht mehrere Multimillionen irgendwo auf der Bank und können sagen, ja, Rechtsstreit, kein Problem. Das heißt, wieder wird ein Service für die Community, der uns persönlich hilft, rausgenommen, anstatt Activision sich um das Thema SBMM und vor allen Dingen Cheater-Hacker-Problematik kümmert. Wir werden also jetzt auch nicht mehr nachprüfen können,
welche Spieler und welche Content Creator, die wir persönlich mögen, irgendwo auf Bronze-Lobby spielt, auf Gold-Lobby spielt oder auf sonstigen Lobbys. Wir als Community sind mal wieder das 100. Mal in den letzten 2 Jahren die Vollidioten. Die im Prinzip gar nicht das Recht haben, sich darüber zu beschweren. Die auch gar nicht das Recht haben, sich zu ärgern, wenn Hacker in der Lobby sind. Lieber wird alles dafür getan, dass diese Seiten und diese Apps, die uns helfen, komplett geschlossen werden, als dass Activision auf uns als Community einen Schritt zugeht und sagt, wir haben ein Hackerproblem, wir gehen es an, wir werden Geld investieren, wir versuchen unser Bestes. Allein die Kommunikation, dass mit uns gesprochen wird, dass uns gesagt wird, wir arbeiten dran, würde ja schon helfen. Das wird aber nicht passieren, weil Activision das Geld für ein funktionierendes Anti-Cheat-System mit den Updates dafür und mit dem Personal nicht ausgeben wird. Denn jeder Cent, der nicht ausgegeben wird, geht nachher auf den Gewinn. Und jedes Stück vom Gewinn wird aufgeteilt auf die Shareholder, auf die Investoren, auf unseren netten Freund Bobby und all die anderen Leute, die dort verantwortlich sind. Das heißt, Leute, wenn ihr bisher SBMM Warzone genutzt habt, ihr könnt es ab jetzt nicht mehr. Wie dieser Rechtsstreit jetzt weitergeht, ob Activision da jetzt noch hinterherzieht, ob SBMM Warzone wieder online geht, sind alles Fragen, die wir in der Zukunft erst klären können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.